Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die zaubernden Fernkämpfer an. Dabei beachten wir nicht nur die reinen DPS-Werte, sondern vor allem Dinge wie Raid-Unterstützung und wie konstant die Klasse im kompletten Addon abschneidet. Bedeutet unterm Strich, was bringt ihr unabhängig von eurem Schaden im Raid und wie gut performt ihr über das ganze Addon? Wir gehen mit Absicht nicht ins Detail und wollen euch eine grobe Übersicht geben, was euch mit der jeweiligen Klasse bzw. Ausrichtung erwarten wird. Wir ranken das Ganze diesmal in einer Tierlist. Dabei ist S-Tier das Beste und das D-Tier das Schlechteste. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Ganz unten in der Liste sehen wir den Frostmagier. Mit diesem habt ihr den perfekten Speck zum Leveln und vor allem in der Arena. Er hat mit seinem Wasserelementar als Begleiter, seinem Schafzauber und diversen anderen Talenten das perfekte Setup, um Feinde zu verlangsamen, zu betäuben, zu unterbrechen und zu kontrollieren. Dank eurer Eisbarriere habt ihr sogar noch die Möglichkeit, euch ein Schild zu verpassen, welches Schaden absorbiert, und mit Blinzeln teleportiert ihr euch ganz einfach 20 Meter nach vorne. Mit dem Frostmagier spielt ihr einen der besten Zauberklassen fürs PvP. In Raids kann er aber nicht mit anderen Klassen und auch nicht mit der Arkan- oder Feuerausrichtung mithalten. Als Zerstörungshexenmeister macht ihr den meisten Schaden mit euren direkten Schadenszaubern wie Verbrennen, Feuerbrand und Schatten bzw. Chaosblitz. Letzteren bekommt ihr als 51er Talent. Dieser macht Feuerschaden, kann nicht widerstanden werden und durchschlägt Absorptionseffekte. Ihr habt zudem Raid-Verstärkung wie euren Fluch der Elemente für mehr Zauberschaden oder Mana-Rückgewinnung für den kompletten Raid. Außerdem habt ihr immer euren Wichtel an eurer Seite, der sehr guten Schaden verursacht. Als Destro werdet ihr in Naxxramas und im T7-Content sehr viele Leute überraschen, da ihr im Damage ganz oben mithalten könnt. Das einzige Problem ist, dass er ab T8 und Uldur deutlich gegenüber anderen Klassen abfällt und zudem keinen Raid-Support hat, wofür man unbedingt einen Zerstörungshexer benötigen würde. In Wrath of the Lich King wird der Destro eher im PvP gespielt. Als ersten im B-Tier haben wir den Arkanmagier. Dieser hat eine der einfachsten Rotationen im Spiel, da er viermal Arkanschlag zaubert und dann die Rota mit arkane Geschosse vollendet. Das liegt daran, dass Arkanschlag mit jedem wirkenden Schaden vom nächsten Arkanschlag, aber vor allem auch die Mana-Kosten deutlich erhöht. Das Ganze ist viermal stapelbar. Dieser Nebeneffekt hält 6 Sekunden lang oder so lange, bis ein anderer Arkan-Zauber gewirkt worden ist. Hier kommen dann die Arkan-Geschosse ins Spiel. Arkan ist im T7-Content der mit Abstand beliebteste Spec für Magier und wird vermutlich bis Uldur von den meisten gespielt werden. Liegt vor allem an der kurzen Lebenszeit der Bosse und den dadurch nicht so wirklich auftretenden Mana-Problemen, sowie natürlich an der fehlenden Ausrüstung, speziell kritisch und normale Trefferchance. Ab T8 dreht sich das Ganze aber gewaltig. Der Elementarschamane liegt das ganze Addon über im Mittelfeld bis unter dem oberen Bereich. Im T7 ist er wie auch der Arkan-Mage noch ganz oben mit dabei. Sobald die anderen Klassen allerdings ihr T8-Gear und Besseres bekommen, fällt er ins solide Mittelfeld zurück. Ähnlich wie auch schon in The Burning Crusade. Neben euren Totems und Kampfrausch benutzt ihr vor allem euren Blitzschlag, euren Flammenschock sowie Lava-Eruption. Lava-Eruption trifft immer kritisch, wenn sich auf eurem Ziel Flammenschock befindet. Dank eurem Magma-Totem, Feuernova und eurem Kettenblitz seid ihr nun auch im Thema Flächenschaden etwas besser aufgestellt. Hinzu kommt natürlich noch das 51er-Talent Gewitter, welches rund um den Schamanen Schaden verursacht und Mana wiederherstellt. Der Ele glänzt vor allem als Supporter, welcher neben raidweiten Buffs noch Totems wie das Gift- und Krankheitsreinigungstotem oder das Erdstoßtotem gegen Furchteffekte hat. Mit dem Schattenpriester spielt ihr eine der Ausrichtungen mit der abwechslungsreichsten Rotation. Vor allem bei Bosskämpfen, bei denen ihr mehrere Ziele mit euren Schaden über Zeit zaubern, wie verschlingende Seuche, Schattenwort Schmerz oder Vampirberührung treffen könnt, könnt ihr sehr hohe DPS-Zahlen fahren. Mit Gedankenexplosion habt ihr nun zudem noch einen Flächenschaden im Petto, der einen Feind anvisiert und anschließend bei allen sich in der Nähe befindlichen Gegnern Schaden verursacht. Dazu bringt er dem Raid bzw. bis zu 10 Gruppen- und Schlachtzugsmitgliedern eine Mana-Regeneration dank Vampirberührung und etliche andere Vorteile wie 3% Zaubertrefferchance für alle Mitspieler. Mit eurem 51er-Talent Dispersion habt ihr zudem eine starke Absorptionsfähigkeit, die 6 Sekunden lang 90% des einkommenden Schadens schluckt und zugleich Mana wiederherstellt. Ihr könnt in dieser Zeit allerdings keine Fähigkeiten nutzen. Die Eule wird im Laufe von Wrath of the Lich King immer stärker und skaliert vor allem immer besser, umso mehr Ausrüstung diese bekommt. Allerdings wird sie im späten Endgame der Eiskron-Zitadelle gegen andere Zauberklassen im reinen DPS-Rennen nicht mehr mitspielen können, was allerdings nicht unbedingt schlimm ist. Neben euren Single-Target-Attacken wie Mondfeuer, Sternenfeuer oder Zorn
habt ihr nun auch sehr guten Flächenschaden dank Sternenregen und Hurricane. Mit dem 51er Talent Sternenregen beschwört ihr einen Sternenschauer, der alle Gegner innerhalb von 36 Metern trifft und beim Aufschlag nochmal zusätzlich Flächenschaden verursacht. Man muss einzig und allein schauen, dass man damit nicht die restliche halbe Instanz pullt und es nur mit Bedacht einsetzen. Neben eurem Schaden habt ihr noch einiges an Red Buffs und Utilities. Ihr könnt im Kampf jemanden wiederbeleben, habt ein Anregen für einen Heiler, bringt 3% Tempowertung, 5% kritische Zaubertrefferchance und 3% Zaubertreffer und Nahkampftrefferchance mit. Zusätzlich erhöht ihr den Zauberschaden des Raids um 13%. Als Dämonologie-Hexer spielt ihr die Ausrichtung, bei welcher ihr euch mit eurem 51er Talent für 30 Sekunden via Metamorphose in einen Dämonen verwandeln könnt und dadurch euren Gegner anstürmen, spalten und Flächenschaden dank Feuerbrandaura verursachen könnt. Als Begleiter nutzt ihr hier eure Teufelswache, welche ebenfalls weit unten im Demobaum zu finden ist. Nebenbei schießt ihr noch mit Dots wie Verderbnis oder Feuerbrand um euch oder verwendet Attacken wie Schattenblitz und Seelenfeuer. Ihr gebt zudem dank dem Talent Dämonischer Pakt dem kompletten Raid erhöhte Zaubermacht in Relation zu 10% eurer eigenen Zaubermacht. Umso mehr Zaubermacht ihr also habt, umso mehr hat der komplette Raid. Durch die Cooldowns wie Metamorphose oder dämonische Energie, welche für 15 Sekunden die Angriffsgeschwindigkeit eurer Teufelswache erhöht, seid ihr umso besser, je kürzer der Bosskampf ist. Dadurch punktet ihr vor allem im T7-Content rund um Naxxramas, in dem die Bosse sowieso nicht lange leben werden. Ab Uldua dreht sich dann das Ganze etwas. Auch wenn der Schaden in den späteren Raids nur noch im oberen Mittelfeld ist, möchte man trotzdem immer einen Dämonologie-Hexer dabei haben. Allein für den Zaubermacht-Buff. Ganz oben sehen wir den Feuermagier. Er ist einer der besten DPS-Klassen ab dem T8-Content und ab dann auch nicht mehr aus den oberen Rängen zu verdrängen. Er benötigt genügend Crit und Hit, um überhaupt gut zu funktionieren. Wenn ihr das aber habt, ist er kaum noch aufzuhalten. Mit lebender Bombe fügt ihr eurem Ziel über Zeit Schaden zu und nach Ablauf explodiert diese, wobei ihr nochmal dem Ziel und anderen nahen Zielen weiteren Schaden hinzufügt. Als Hauptfähigkeiten benutzt ihr vor allem euren Feuerball bzw. nach angepasster Skillung euren Frostfeuerball sowie Versengen je nach Gruppenzusammenstellung. Dazu habt ihr Spontanzauber wie Feuerschlag, Teufelsfeuer oder Drachenodem, welcher sogar mehrere Ziele trifft. Zu euren stärksten Talenten zählt auf jeden Fall Kampfeshitze. Jedes Mal, wenn ihr mit Feuerball, Feuerschlag, Versengen, lebende Bombe oder Frostfeuerblitz zwei unregelmäßige kritische Zaubertreffer in Folge erzielt, wird euer nächster Pyroschlag zu einem Spontanzauber. Aus diesem Grund seid ihr auch auf so viel Crit angewiesen. Dadurch habt ihr auch keine sich zu 100% wiederholende Rotation, da Pyroschlag immer zwischendrin abgefeuert wird. Mit dem Talent Glühender Zorn erhöht sich der Schaden gegen Ziele, die über weniger als 35% Gesundheit verfügen, um 12%. Umso länger die letzten 35% des Bosses demnach benötigen, umso stärker performt der Feuermagier. Das ist auch ein weiterer Grund, warum man im kompletten T7-Bereich eher Arkan spielt, da die Bosse einfach zu schnell liegen. Ihr habt zudem natürlich noch ein riesiges Repertoire an Flächenschaden sowie mit Einäschern einen 2-Minuten-Cooldown, der, wenn aktiviert wurde, den kritischen Schadensbonus eurer Feuerzauber um 50% erhöht. Zudem erhöht jeder Feuerschadenszauber, den ihr wirkt, die kritische Trefferchance eurer Feuerschadenszauber um 10%. Der Effekt hält so lange an, bis ihr 3 unregelmäßige kritische Treffer mit Feuerzaubern erzielt habt. Im 25er Raid können gut und gerne auch mal 2 bis 3 Feuermagier mitgenommen werden, da der reine DPS ab T8 unfassbar stark ist. Mit dem Gebrechen-Hexenmeister spielt ihr die Dot-Klasse schlechthin. Über das ganze Addon hinweg fährt dieser sehr hohen und vor allem konstanten Schaden. Dafür benötigt der Hexenmeister aber einiges an Skill. Und hier trennt sich auch schnell die Spreu vom Weizen, sodass talentierte Gebrechen-Hexer deutlich rausstechen. Ihr spielt hier immer mit einem aktiven Teufelsjäger, da dieser neben einem Intelligenz- und Willenskraft-Buff sehr guten Schaden raushaut. Ihr habt etliche Schadensüberzeitzauber wie Heimsuchung, instabiles Gebrechen oder Verderbnis. Letzteres muss dank dem Talent immerwährende Gebrechen in den meisten Fällen nur einmal auf das Ziel gebracht werden, da es mit Fähigkeiten wie Blutsauger, Seelendieb, Schattenblitz oder Heimsuchung zurückgesetzt wird. Verderbnis wird nur in Kombination mit zum Beispiel euren zaubermachterhöhenden Procs und Schmuckstücken neu auf euren Gegner gezaubert. Als Lückenfüller nutzt ihr euren Schattenblitz. Mit dem dämonischen Zirkel seid ihr außerdem extrem mobil, da ihr euch ganz einfach im Kampf von A nach B porten könnt. Ihr macht außerdem mit dem Talent Umarmung des Todes 12% mehr Schattenschaden, wenn die Gesundheit eures Ziels 35% oder weniger beträgt. Außerdem verursacht euer Seelendieb das Vierfache an Schaden, wenn das Ziel 25% Gesundheit oder weniger hat. Dadurch punktet ihr vor allem ab dem T8-Content, da die Bosse deutlich länger leben als noch in Naxxramas. Ihr bringt dem Raid außerdem einiges an Support wie einen Intelligenz- und Wille-Buff dank eurem Teufelsjäger oder 5% mehr Zaubercrit, 13% mehr Zauberschaden, verringerte Angriffskraft und Rüstung auf dem Ziel.
Dazu kommt natürlich noch eure Gesundheits- und Seelensteine, mit denen sich Teilnehmer heilen oder mit letzterem sogar von den Toten aufstehen können. Der Gebrechenhexenmeister wird zusätzlich gut und gerne 2 bis 4 Mal im Raid mitgenommen, sodass die Chance deutlich höher ist, einen passenden Platz zu finden. Wenig andere Ausrichtungen kann man so gut stacken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in WoTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.